Hi meine lieben Freunde, ich bin's euer Koch Hennes Zirkuk und heute machen wir das, was alle schon gemacht haben, eine Kürbiscremesuppe. Aber der Unterschied zwischen uns und den anderen ist, wir machen daraus noch ein Video. Viel Spaß dabei! Unsere Zutaten: ein Kürbis, eine Zwiebel. Na, wer weiß, was das ist? Es ist eine Mango. Dann kommt noch Frühlingslauch dazu und unsere letzten Zutaten sind eine Möhre und eine rote Paprika. Und als Beilage gibt es ein Baguette. Als erstes nehmen wir uns natürlich die schwierige Arbeit vor hier. Jeder hat da so seine Techniken, denke ich mal. Ich schneide das jetzt einfach hier mit dem Messer so runter. Ich versuche das mal für die Kamera zu machen. Und das machen wir jetzt mit den ganzen Kürbis. So, die Möhre, das Ende. Natürlich ist sie geschält. Ich halbiere sie einmal. Und jetzt schneiden wir die einfach so herunter, dass wir dünne Scheiben kriegen. Unser Paprika schneiden wir oben den Kopf ab. Das Ende. Und einmal hier so rein. Und dann gehen wir mit unserem Messer einmal hier durch und dann schneide ich die so in Streifen runter, nochmal so grob. Wir pürieren am Ende eh alles, also macht es keinen Unterschied, wie groß die Stücke in der Falle sind. So, die Zwiebel einmal halbieren, dann so ein paar Streifen reinschneiden, nicht bis zum Ende natürlich, immer nur bis zur Hälfte. Dann in der Mitte einmal einschneiden und dann einfach runterschneiden. So, wir halbieren unseren Kürbis vorsichtig mit den Fingern. Immer noch mal, lieber noch mal ansetzen. Es ist schon ein Kraftakt, vor allem wenn man einen großen, also einen größeren Kürbis hat, dann immer so ein bisschen anschneiden von allen Seiten und irgendwann kann man den von alleine so aufmachen. So, das ist unser Kürbis, den schneide ich jetzt so in dünne Scheiben. Ich benutze nur die Hälfte, weil das ist das, was wir jetzt gleich einkochen. Die andere Hälfte kommt gleich in den Suppentopf nachher zur Einlage. Den Kürbis jetzt einfach in kleine Stückchen schneiden und das war's dann schon. Ein Apfel kommt noch dazu und eigentlich könnte man noch zwei Kartoffeln reinpacken, damit die Suppe noch cremiger wird, aber wir verzichten darauf. Wir nehmen lieber so einen schönen mehligen Apfel. So, unser Topf ist knallheiß. Ich mache jetzt hier nochmal neutrales Öl dran. Ich nehme Rapsöl, extra etwas mit wenig Geschmack. Und dann machen wir hier die Zwiebeln rein. So, die Zwiebeln sind soweit fertig. Jetzt kommt unser Kürbis da rein. Den lassen wir jetzt einfach mit anschmoren hier. Ganz kurz. Jetzt habe ich hier meine Möhren, die tue ich als nächstes rein. Die sind auch relativ bissig, deswegen kommen die jetzt schon ran. Und das jetzt einfach 2-3 Minuten erstmal anbrutzeln lassen. So, es brutzelt und brodelt. Kommt unsere Paprika rein. Und wie zu jeder Suppe natürlich kommt noch etwas Brühe jetzt dazu. Wir haben hier 800 ml Gemüsebrühe. Habe ich vorhin nicht gezeigt. Beim Auftauen, ich koche mal ganz viel Fond frisch. Wer das sehen will, zeigen wir in einem anderen Video. So. Und jetzt lassen wir das ungefähr 20 Minuten köcheln. So, unser letzter Kürbisrest hier, die andere Hälfte, schneiden wir jetzt auch wieder so Scheiben runter. Ungefähr so. Und schneiden die in so dicke Stücke. Und den tun wir nachher, wenn die Suppe fertig püriert ist,
Wenn wir alles nochmal aufkochen, tun wir die da rein. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. So, unsere Suppe ist soweit. Ich kippe die jetzt einfach mal hier rein. Die ist so richtig schön flüssig. Ich brauche den Pürierstab jetzt einmal. Einfach jetzt ganz normal pürieren. So, wir lassen den Topf jetzt wieder hier heiß werden. Ich kippe hier wieder ein bisschen Öl rein. Jetzt kommt unser restlicher Kürbis da rein. Den braten wir einmal kurz an. Jetzt kommt unsere Mango. Ich schneide die so eng wie es möglich am Kern vorbei. Das ist immer so eine Gefühlssache. Der Trick mit dem Messer, vorsichtig nicht in die Hand schneiden. So, jetzt hier. Und dann nochmal. Kann man die Mango wunderbar wie ein Igel umklappen. Wenn man halt nicht richtig dran kommt, dann nimmt man ein Messer und dann muss man es halt abschneiden. Und dann Apfel. Einfach halbieren. Nochmal so, einmal in den Kern, zack, zack. Und einfach jetzt die Mango und den Apfel zum Kürbis dazu tun. So, die perfekte Einstellung. So. Das ist unsere Mango. Und unser Apfel, den tun wir jetzt hier einfach zu unserem Kürbis dazu. So, und dann gießen wir einfach unsere Suppe dazu. Ich habe hier noch mal ein bisschen Wasser für den Sud, der noch drinnen kleben bleibt. Gießen wir noch dazu. Wir wollen hier alles am Geschmack haben. Jetzt nochmal aufkochen, ungefähr 10 Minuten köcheln lassen, würzen mit Salz, Pfeffer und Zucker, nach Geschmack natürlich einen Teelöffel Zucker und 1,5 Teelöffel Salz und einen Schuss Pfeffer. So, unsere Suppe ist fertig, die ist richtig schön dickflüssig und cremig, so wie wir es wollten. Ich habe sie kurz abkühlen lassen. Damit es nicht so heiß ist. Und jetzt packe ich hier einfach mal was drauf. So. Hier kommt dann unser Lauch ins Spiel. Machen wir ein bisschen als Deko hier rüber. Und dann, wer es mag. Ich mag es ein bisschen schärfer. Scharfe Soße noch. Und dann haben wir hier noch so einen Mango-Zahnstocher. Unsere Suppe. Guten Appetit.